Heute ist kein schöner Tag. Das ist für mich. Ja, wurde ich unrechtmäßigerweise des Busses verwiesen. Musste dann zusehen, dass ich irgendwie an Lebensmittel komme. Bin in den Nachbarort gegangen. Der heißt Meuth. Werdenwald. Die Waldstrecke sind ungefähr nur 3 Kilometer. Knapp 3 Kilometer. Dann ist recht geschneit. Bin gerade eben im Einkaufen fertig geworden. Wir haben jetzt kurz nach 4:30. Trotz zahlreicher Bemühungen haben wir ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dafür Zeit gelassen, den einen oder anderen nachzufragen, ob er mich vielleicht mitnehmen würde an einem Supermarkt. Irgendwie ist es genau der Ort, vielleicht noch 1.100, vielleicht auch ein paar mehr. Ich denke mal, der eine oder andere kennt mich 100% schon früher oder seit kurzem. Fand sich keiner bereit. Wie man ja sieht, es schneit und es ist scheiße kalt. Ich denke mal, um die 0 Grad, vielleicht auch ein bisschen kälter. Mich jetzt einzubringen oder ein paar Meter mitzunehmen. Sind sich keiner bereit, laden sich alle ins Häuschen. Die Strecke, quer durch den Wald, sind knapp 3 Kilometer. Schneit, der Waldboden ist feucht, kann ich nicht mehr gehen jetzt. Muss also die Straße entlang gehen, das sind etwas mehr wie 4 Kilometer. 4 Kilometer sind bei guter Witterung in locker 40 Minuten zu schaffen, vielleicht auch 45 Minuten. Bei dem Wetter, unter den Konditionen, ich habe hier eine Tasche. Wie jeder sieht, ist auch keine kleine, voll mit kleinen Lebensmitteln. Hab hinten noch mal einen Buckel, einen Rucksack, das auch. Aber voll das Pferd drin, weil leichter ist es zu tragen, in der Hand. Trotzdem sind sich keiner bereit, der mich mitnehmen. Das ist die verkehrte Richtung, deshalb frage ich ihn das gar nicht. Ich gehe also jetzt ruhig, langsam gesetzt weiter, weil irgendwann will ich da daheim ankommen. Ich hoffe und denke, dass ich früher wie 18 Uhr nicht daheim sein werde, also bis 18 Uhr nicht eigentlich daheim sein. Außer heute nochmal aufhört zu schneien, bei der Witterung, ich stelle es im Wald, hier kennen die Region, ich nehme